Ich wollte mal ganz kurz Hallo sagen. Mich gibt es auf jeden Fall noch. Vielen Dank erstmal für alle die Genesungswünsche, die von euch kamen. Ja, mich hat es tatsächlich wirklich schwer erwischt im Moment. Also ich liege immer noch flach. Bin jetzt gerade mal draußen im Garten, klein bisschen Luft schnappen und ja, guck mal, was die Fische so machen. Hat sich meine Frau drum gekümmert im Moment. Aber es geht so langsam ein bisschen bergauf. Aber ja, ich merke es noch. Ist also schon heftig. Aber gut, ist eine typische Männergrippe, die man so hat, wenn ja, der Herbst kommt. Bei uns hier beispielsweise vor anderthalb Wochen hier schon abgedeckt am Keuteich. Da ist jetzt hier schon der Schutz mit dabei für die Fische, dass kein Laub in den Teich mit reinkommt. Die Bienen sind übrigens noch unterwegs hier bei uns. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Die Nachrichten in der Welt und in Deutschland sind natürlich nicht so toll, wenn man sieht, was alles los ist. Ich sitze hier unter den Live-Beitrag gleich mal so ein paar aktuelle Sachen rein. Ich habe gerade eben auch von Tanja was zugeschickt gekriegt. Thema Wuppertal, auch wieder Messeangriffe unterwegs. Also man schlackert nur in den Ohren, mit den Ohren, wenn man sieht, was momentan überall so los ist. Und ich habe ja wirklich viele Nachrichten jetzt geschaut in den letzten Tagen auf der Couch mit allen drum und dran. Das ist schon wirklich, ja, schlimm. Also macht eigentlich schon gar keinen Spaß mehr. Euch trotzdem einen wunderschönen Sonntag. Ich sehe auch hier schon die ersten Hallo-Grüße. Monika schaut auch zu allen anderen auch einen wunderschönen Sonntag zusammen. Ja, was machen die Fische? Die sind jetzt quasi vor der Winterruhe. Abgedeckt ist hier schon mit dem Laubschutznetz. Die Fütterung ist schon deutlich runtergefahren. Denn ja, jetzt kommt dann irgendwann die kalte Jahreszeit. Und ja, da muss natürlich auch hier am Teich alles stimmen. Ich habe zum Glück, bevor ich krank geworden bin, hier schon die Teichreinigung, die große, gemacht vor dem Winter. Und ja, ansonsten steht gleich nochmal an. Abstriche machen am Keuteich. Das ist so das Ganze. Ansonsten Tobi Schott und Bauwerk sind unterwegs. Hat ja auch ein paar Beiträge geteilt, auch auf der Hilfsseite Baustoffspenden NRW-RLP. Ganz, ganz toll, was die da momentan für die Kinder machen in der Ukraine. Also muss ich wirklich sagen, Daumen hoch, ganz, ganz tolle Geschichte. Hab's auch mitverfolgt, soweit ich konnte. Also schon eine starke Leistung für Waisenkinder vor Ort. Ganz toll, was die so gemacht haben, ihr Lieben. Ich mache jetzt hier noch ein klein bisschen was im Keuteich und dann lege ich mich auch wieder hin. Wollte nur mal kurz Hallo sagen und die aktuellen News und Nachrichten setze ich euch hier unten rein. Und wenn es mir wieder besser geht, gibt es bestimmt auch ein paar Videos, aber es wird noch ein klein bisschen brauchen. Also ihr Lieben, schönen Gruß von hier. Kommt gut durch den Sonntag durch. Temperaturen sind hier noch einigermaßen im Moment. Wir haben jetzt hier 14 Grad, also ist noch nicht so kalt, aber man sieht auch, die ersten Bäume verlieren ihr Blätterlaub. Ja, und so langsam kommt dann auch der Herbst so richtig durch. Also, euch noch wohl manchen Sonntag. Bis denn. Tschüss. Sei auch zukünftig mit dabei, einfach dem Kanal folgen und nichts verpassen.